Los geht's! Na, zumindest für Rainer Berkowski. Die anderen haben sich noch ein bisschen Zeit gelassen. Was ist los mit dem Gallier? Tom Brun kommt dort überhaupt nicht aus den Bändern. So, schönen Dank an Peter Lüderitz, der heute und Sascha Müller. So, und dann der Rund. Marius Kunkel ist in Führung mit seinem Opel-Kadett. So, was ist mit Daniel Leimann? Er steht dort rum wie Falschgeld zwischen Kurve 3 und Kurve 4. Girls Race in den Vorstadtbereich und die Klasse 5, bitte. Girls Race und die Klasse 5 in den Vorstadtbereich. Ach, hier ist nur das Bild. Ich hatte die.
So, und los geht's. Schön für die Gallier. Und 198 wird erstmal gedreht, aber der hat ja hinten den Position, aber da geht Besi wieder vorbei. So, und HG Kempsdorf. Ja, aber du hörst es hier von den sechs Zylindern. Ist natürlich für mich auch immer schwierig, hier eine Fernbedienung zu stellen. Aber so wie es aussieht, die beiden da hier sind. Und Überschlag! Schöne Aktion von Chris Lüderitz. Aber ich glaube, HG will Punkte haben. Also Sonderpunkte für den Überschlag, ne? HG will Chris Lüderitz kriegen. Beide Autos sind heckgetrieben. In Führung immer noch der VfB. Kommt an der Stelle. Macht er jetzt Platz gut. Fährt natürlich die Bumse etwas. Und das geht nur noch wieder im Schiff zwischen die Geier. Chris kommt selber nach raus. Der Geier bittet seine Chance. Verfehlt das Heck, aber. Nur ganz, ganz knapp und es schlägt er da noch kurz, ne? Und der Laufsieg für die Gallier dazwischen Novodelen. Nochmal Gallier und die Wittinger.